Schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zur politischen Lage in Deutschland eine Bestandsaufnahme, aus verfassungsrechtlicher Sicht natürlich insbesondere. Nun, da ich ja gestern Abend schon, ich dachte nun, dass so ziemlich alle, die heute hier sind, auch gestern Abend schon bei der Podiumsdiskussion dabei gewesen sind, schon die in der Tat einigermaßen grundlegende Problematik beleuchtet habe, des Klimaschutzbeschlusses des Bundesverfassungsgerichts bereits aus Frühjahr 2021, der eben eine weitgehende Umdeutung der Grundrechte vornimmt, wollte ich jetzt nicht mehr darauf zurückkommen. Das haben wir dann gewissermaßen gestern Abend gemacht. Und heute wollte ich über drei Themen sprechen, die im kommenden Jahr 2023 uns aller Voraussicht nach weiter bewegen werden. Dann haben Sie eine kurze Grundlegung dafür. Nämlich erst einmal die möglichen Konsequenzen des Berliner Wahlchaos für die Bundespolitik. Da kommt ja noch was nach. Zweitens die weitere Liberalisierung, dies aber jetzt in Anführungszeichen, des Einbürgerungsrechts, die jetzt gerade in Berlin vorbereitet wird. Und dann endlich die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 6. Dezember zum Eigenmittelbeschluss-Ratifizierungsgesetz. So heißt das. Auch dieser Beschluss ist außerordentlich erschreckend und auch der wird uns noch weiter beschäftigen. Ja, also zunächst einmal zu den Berliner Wahlen. Das Berliner Wahlchaos muss ich im Einzelnen nicht mehr schildern. Das kennen Sie ja, das haben Sie bei Tichys Einblick dann gelesen, dass da also Wahlunterlagen verwechselt worden sind, teilweise die Leute mit Wahlzetteln für andere Bezirke gewählt haben. Und in Kreuzberg hat man das dann teilweise für gültig zu erklären versucht, dass sie mit Kopien gewählt haben. Und das alles hat eben dazu geführt, dass der Berliner Verfassungsgerichtshof die Wahlen insgesamt, also die Wiederholung der Wahlen insgesamt angeordnet hat. Wir hatten für die jetzt entstandene Lage in der bisherigen Geschichte der Bundesrepublik Deutschland noch keinen historischen Präzedenzfall. Wir hatten einmal die Bürgerschaftswahlen in Hamburg 1993, die wurden also dann für ungültig erklärt. Nach dem dortigen Recht, eben in Hamburg, wurde dann also keine echte Wiederholungswahl statt, sondern die Bürgerschaft, die Hamburger Bürgerschaft, musste sich dann selber auflösen und Neuwahlen ausschreiben. Und auch in Schleswig-Holstein wurde 2010 durch das dortige Verfassungsgericht festgestellt, dass die Wahlen aufgrund eines verfassungswidrigen Wahlgesetzes durchgeführt worden waren. Das ist kein klassischer Wahlfehler, aber auch das führte dann dazu, dass das Verfassungsgericht die Legislaturperiode um ein Jahr abgekürzt hat. Es hat also dem Gesetzgeber aufgegeben, ein verfassungsgemäßes Wahlgesetz für Schleswig-Holstein zu beschließen und dann die Legislaturperiode um ein Jahr verkürzt. Das heißt, Sie sehen schon, wir haben jetzt in Berlin zum ersten Mal eine echte Wiederholungswahl, die eben dazu führt, dass die Legislaturperiode nicht neu zu laufen beginnt. Das ist die bisherige Legislaturperiode, allerdings mit zwei Wahlen drin. Das ist allerdings gar nicht das Entscheidende für die Präzedenzlosigkeit. Das ist ja ein rein formeller Umstand. Nein, entscheidend ist, dass wir in Berlin eine Abgeordnetenhauswahl, also eine Landtagswahl und eine Bundestagswahl zusammen hatten. In denselben Wahllokalen, in denselben Wahlkabinen, mit denselben Wahlhelfern und mit ähnlichen Fehlern. Ja, nun kann man argumentieren, dass es bestimmte Fehler gab, die wirklich nur die Abgeordnetenhauswahl betroffen haben. So zum Beispiel die Verwechslung von Wahlzetteln von verschiedenen Berliner Bezirken. Man hatte übrigens bereits im Vorfeld festgestellt, dass die Wahlzettel in der Druckerei teilweise falsch eingepackt worden waren. Dass also andere Wahlzettel im Karton waren, als drauf stand. Aber man ist dem interessanterweise nicht weiter nachgegangen, sondern hat irgendwie gehofft, dass in den anderen Kartons schon das Richtige drin sein würde. Dem war aber dann nicht so. Gut, das betrifft jetzt die Bundestagswahl nicht, aber es gibt natürlich andere Fehler, die wiederum nur die Bundestagswahl betreffen. So etwa, dass in zahllosen Fällen Wählern, die unter 18 waren, ist ja schlimm genug, dass bei einer Abgeordnetenhauswahl also unter 18-Jährige überhaupt wählen dürfen. Und denen waren natürlich auch die Bundestagswahlunterlagen in die Hand gedrückt worden und die haben sie ausgefüllt. Schon weil in diesem sich anbahnenden Chaos mit langen Schlangen davor und vor dem Wahllokal und der Frage, ob überhaupt noch die Wahlzettel reichen würden, da haben die Wahlhelfer nicht mehr drüber nachgedacht, wer jetzt 16, 18, die waren ja alle in Panik. Also das ist ein typischer Fehler, der nur auf Bundesebene vorkommen kann. Und jetzt ist natürlich die Frage, was folgt daraus? Denn das Interessante ist,
Der Berliner Verfassungsgerichtshof kann natürlich nur eine Wiederholung der Berliner Abgeordnetenhauswahlen anordnen. Und die Bundestagswahlen, die gehen nach einem ganz anderen Regime. Da ist also zunächst einmal der Deutsche Bundestag zuständig. Man muss also Einspruch zum Deutschen Bundestag erheben. Der Deutsche Bundestag beschließt dann auf Empfehlung des Wahlprüfungsausschusses darüber. Und der Deutsche Bundestag hat eben, das wissen Sie aus den Medien, am 10. November im 10. Moment hat er beschlossen, der Empfehlung des Wahlprüfungsausschusses zu folgen, nach der in Berlin nur in 431 Wahllokalen von insgesamt 2256, glaube ich, neu gewählt werden muss. Und man sieht ja eine beträchtliche Abweichung. Ja. Gut, ich gehe erstmal kurz durch, was aus den Berliner Wahlen wird. Also bei der Berliner Entscheidung wird es auf jeden Fall so bleiben, wie es ist. Werden diese Wiederholungswahlen dann stattfinden. Da wird man sehen, was rauskommt. Teilweise geisterten so Ideen durchs Internet, insbesondere der Martin Luther hat das, glaube ich, gefordert, dass das alte Abgeordnetenhaus sozusagen wieder übernehmen müsse. Das neue Abgeordnetenhaus sei ja nicht demokratisch gewählt, da müsse das alte wieder eingesetzt werden. Das stimmt so nicht verfassungsrechtlich, das wusste man also vorher, denn es ist so, im Verfassungsrecht kann man die demokratische Legitimation nicht sozusagen nach 0 oder 1 entscheiden. Das geht nicht, sondern das Bundesverfassungsgericht spricht schon länger von einem demokratischen Legitimationsniveau und dieses kann höher oder tiefer sein. Das hat sich das Bundesverfassungsgericht in den beiden Entscheidungen zum Ausländerwahlrecht im 83. Band, die stammt von 1990, ausgedacht und hat es dann in der Maastricht-Entscheidung weiter vertieft, dieses Konzept. Auf die Maastricht-Entscheidung werden wir noch zurückkommen. Und deswegen lässt sich sagen, dass das demokratische Legitimationsniveau des jetzigen Berliner Abgeordnetenhauses eben viel zu gering ist, weswegen die Wahlen auch wiederholt werden müssen. Aber das alte Berliner Abgeordnetenhaus hat eben überhaupt gar keine demokratische Legitimation mehr, ganz einfach, weil die Wahlperiode ja vorbei ist. Also Demokratie ist immer nur Herrschaft auf Zeit. So, und es wird auch aus weiteren Gründen dabei bleiben. Sie erinnern sich ja vielleicht, Sie werden es vielleicht auch im Fernsehen gesehen haben, wie die Bürgermeisterin Giffey dann nach der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs im Fernsehen gesagt hat, der Senat werde die Entscheidung akzeptieren und werde keine Beschwerde einlegen oder keine Rechtsmittel einlegen. Es gibt denn auch keine. Ja, das wäre ja Blödsinn. Natürlich hat der Senat keine Rechtsmittel gegen die Entscheidung des Landesverfassungsgerichts. Es ist denkbar, auch das hat man viel gehört, dass also Einzelne gesagt haben, also wenn wir mit der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs nicht einverstanden sind, dann werden wir auch noch vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Das ist auch im Vorfeld gesagt worden. Das wird auch nicht passieren. Es wäre denkbar, dass einzelne Mitglieder des Abgeordnetenhauses sich jetzt um ihre Legislaturperiode betrogen fühlen und sagen, die müsste bis zum Ende durchgeführt werden. Das haben wir ja immer, diese Problematik, auch wenn ein unechtes, konstruktives Misstrauensvotum im Bundestag durchgeführt worden ist, was wir auch schon mehrfach hatten. Es ist denkbar, dass... Ich hab diesen Becher hier genommen. Danke. Dass die also vor das Bundesverfassungsgericht ziehen, das wird aber ohne Erfolg bleiben, aus zwei Gründen. Erstens hat sich das Bundesverfassungsgericht bereits 1999 aus der Kontrolle von Landtagswahlen zurückgezogen. Das liegt daran, dass auch die Länder Verbände von Staatsqualität sind, die ihre eigenen Verfassungsgerichte haben. Zwar geistert immer noch das Gerücht durch die Lande, dass auch bei Landtagswahlen immer das Bundesverfassungsgericht letztentscheidungsbefugt sei. Das ist nicht richtig oder ist nicht mehr richtig. Dieses Gerücht stammt aus einer Zeit, wo es in manchen Bundesländern, wie zum Beispiel Hessen oder Nordrhein-Westfalen, gar keine gerichtliche Überprüfung von Landtagswahlergebnissen gab, sondern dort hatten die ein System, wo eben nur der Landtag durch seinen Wahlprüfungsausschuss mögliche Wahleinsprüche prüfte und wenn der Landtag, was er natürlich immer tat, sich dann selber attestierte, das war alles in Ordnung, weil wir wollen uns nicht schon wieder auflösen, dann war Ende der Fahnenstange. Und das ging nicht, dagegen ist natürlich das Bundesverfassungsgericht eingeschritten, weil das also den Minimalstandards des Rechtsstaates nicht entspricht. Da greift dann die sogenannte Homogenitätsklausel, aber das ist eben lange her. Aber es ist in der Tat so, in allen Bundesländern, außer Berlin und auch im Bund, gilt das hergebrachte System, dass für Wahleinsprüche immer zunächst das Parlament selber zuständig ist. Das ist ein völlig überflüssiges Ritual, weil das Parlament sich niemals entschließt, sich selber wieder aufzulösen. Und wir sehen ja hier, was herauskommt, dass der Bundestag also ein Minimalergebnis dann beschließt. Also es wurde ja sogar diskutiert, das ist inzwischen vom Tisch. Aber
Es wurde sogar diskutiert im Wahlprüfungsausschuss des Deutschen Bundestages, dass man nur die Zweitstimmen wiederholt und die Erststimmen völlig rauslässt. Da wird man dann als Verfassungsrechtler gefragt, ob das verfassungsgemäß sei. Und das ist immer seltsam, wenn man so Fragen gestellt gekriegt, die man sich vorher nicht vorstellen konnte. Ja? Das ist natürlich totaler Unsinn. Die stehen ja auf einem Zettel. Da kann nicht die eine Stimme wirksam sein und die andere nicht. Zweitens, wenn irgendwelche Mitglieder des jetzigen Abgeordnetenhauses zum Bundesverfassungsgericht gehen wollten, dann würde ihnen ja nur die Rechtsschutzform der Verfassungsbeschwerde offenstehen. Andere Rechtsschutzformen haben ja Einzelpersonen nicht beim Bundesverfassungsgericht. Und diese Verfassungsbeschwerde, die wäre ohnehin unzulässig. Da hat es mal einen Präzedenzfall gegeben, nämlich 2010, als, wie erwähnt, das Verfassungsgericht von Schleswig-Holstein vorgezogene Neuwahlen angeordnet hat. Da hat in der Tat ein CDU-Landtagsabgeordneter Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht erhoben. Die war ziemlich blöd begründet. Die war nämlich so begründet mit der Berufsfreiheit. Er sagte, Landtagsabgeordneter zu sein ist mein Beruf und der droht mir verlustig zu gehen. Das ist natürlich Unsinn, weil das ein Wahlamt ist auf Zeit und sonst könnten ja immer alle Landtagsabgeordneten auch bei ganz regulären Wahlen dann klagen, weil die sind ja gerade dazu da, dass die möglicherweise ihren Beruf verlieren. Deswegen hat das Bundesverfassungsgericht die nicht zur Entscheidung angenommen. Man hätte eine solche Verfassungsbeschwerde auch intelligenter begründen können. Man hätte sie begründen können mit Artikel 38 des Grundgesetzes. Da steht zwar direkt nur etwas über Bundestagswahlen drin, da müsste man zusätzlich argumentieren mit Artikel 28 Absatz 1 der Homogenitätsklausel, dass also im Bund und in Ländern vergleichbare Maßstäbe anzuwenden sind. So könnte man es versuchen. Das Bundesverfassungsgericht wird eventuelle Beschwerden nicht zur Entscheidung annehmen, sage ich voraus. Und damit bleibt also in Berlin das Ergebnis, was wir jetzt haben. Und das ist schon mal sehr gut. So, und was im Bund passiert, das müssen wir weiter sehen. Im Bund zweistufiges System, wie allgemein auch üblich. Es wird aus guten Gründen jetzt auf Bundesebene diskutiert, im Bund das Berliner System einzuführen. Da habe ich auf den ersten Blick gleich gesagt, also ist übrigens eine interessante Beobachtung, dass dieses wirklich das dritte Weltland Berlin, das am schlechtesten regierte Bundesland Deutschlands, diese Insel der dritten Welt, ja, mitten in Brandenburg, sozusagen das beste und vorbildliche Wahlüberprüfungsrecht hat, weil man nur in Berlin unmittelbar zum Verfassungsgerichtshof geht und das ganze Brimborium im Abgeordnetenhaus selber, was überhaupt nichts bringt, einfach mal weglässt. Deswegen wird jetzt im Bund erwogen, ein vergleichbares System auch auf Bundesebene einzuführen. Es war nicht zu übersehen, dass Parlamentariern von allen Parteien das im Wahlprüfungsausschuss gefundene Ergebnis doch dann sehr peinlich war. Vor dem Hintergrund, dass in Berlin ganz neu gewählt werden muss, das war vielen peinlich. Und deswegen sagen jetzt parteiübergreifend Abgeordnete, wir wollen im Grunde nichts mehr damit zu tun haben, das ist uns zu peinlich, was denn immer dabei rauskommt. Dafür müsste Artikel 41 des Grundgesetzes eben geändert werden. Bin mir nicht so ganz sicher. Also auf den ersten Blick halte ich es für eine gute Idee, völlig klar. Also ich halte das Berliner System für besser. Es wäre mit Folgeproblemen verbunden, das ist zuzugeben, nämlich einer starken Arbeitsbelastung des Bundesverfassungsgerichts. Wenn jetzt also Tausende gegen die Bundestagswahl gab es 2.121 Wahleinsprüche, wenn die alle sofort beim Bundesverfassungsgericht landen, wäre das mit einem hohen Arbeitsaufwand verbunden. Da müsste man sich irgendeine Lösung für ausdenken. Aber so schlecht ist die Idee jedenfalls nicht, das auch im Bund gleich so zu machen. So, und da eben jeder einspruchsberechtigt, also jeder Bundesbürger ist zunächst mal einspruchsberechtigt. Er muss nicht in Berlin wohnen, auch um das Berliner Wahlchaos zu rügen. Jeder Wahlberechtigte kann das tun. Und nachdem eben jetzt am 10. November der Bundestag beschlossen hat, dass es bei 431 Wahllokalen bleiben soll von 2256, kann jetzt jeder Einspruchsführer auch die Wahlprüfungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht erheben. Und das werden dann auch etliche machen. Zumal nicht alle Wahleinsprüche sich nur mit dem Berliner Wahlchaos befassen. Es gibt auch noch andere. Eine werde ich Ihnen gleich noch kurz vorstellen. So, und dann wird auf jeden Fall das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Und ich bin sehr gespannt, was da rauskommt. Ich glaube nicht, dass das Ergebnis mit den 431 Wahllokalen, dass das haltbar ist. Es ist einfach zu drastisch, ja, diese Unterscheidung. Ob es Neuwahlen in ganz Berlin gibt, weiß ich aber auch nicht. Es gibt eine bekannte Empfehlung des Bundeswahlleiters, der in 6 Bezirken neu wählen lassen will, immerhin. Und Sie wissen, auch das haben Sie den Medien entnommen, eine Wiederholung auch der Bundestagswahl in Berlin könnte sehr drastische Folgen haben, weil sie zum Verschwinden der Fraktion Die Linke aus dem Bundestag führen könnte, weil sie dann nur eine Fraktion haben aufgrund der 3 Direktmandate, die allesamt in Berlin liegen. Davon einer in Leipzig. Einer? Ja,
Aber drei dann in Berlin. Und das, zwei in Berlin. Das eine von den beiden gilt als unangreifbar. Das ist Gysi in Treptow-Köpenick, weil der so uneinholbar führt bei den Erststimmen, dass man sagt, egal wie oft die da wählen, er wird immer führen. Aber das andere ist wohl durchaus wackelig. Es könnte also ziemlich drastische Folgen haben. Das müssen wir mal sehen. Es ist während des Verfahrens vor dem Berliner Verfassungsgerichtshof seitens der Senatsverwaltung für Inneres vorgetragen worden, dass die Maßstäbe, die der Verfassungsgerichtshof anlege, sich von denen des Bundesverfassungsgerichts merklich unterscheiden würden und die von der Senatsverwaltung für Inneres beauftragte Rechtsanwaltskanzlei hat dann sogar im Verfahren verlangt, dass der Berliner Verfassungsgerichtshof möge den Fall dem Bundesverfassungsgericht vorlegen. Ja, verschiedene Fragen. Erstens, da wundere ich mich immer, ich kenne die Kanzlei da sehr gut, die wird auch immer gegen mich aufgeboten, das ist eine Staatskanzlei. Warum braucht eigentlich die Berliner Senatsverwaltung für Inneres, bei der ja Dutzende von Volljuristen beschäftigt sind, die alle zwingend nach dem Prinzip der besten Auslese mal ausgewählt worden sind, warum braucht die eigentlich eine Bonner Spezialkanzlei, eine öffentlich-rechtliche Boutique, wenn es mal ernst wird? Warum können die das nicht selber? Zweitens würde ich sagen, Vorlage, naja, also das geht gar nicht. Das geht genauso wenig wie die Rechtsmittel von Frau Giffey. Es gäbe hier zwei Arten der Vorlage. Das eine ist die konkrete Normkontrolle, kann jedes Gericht machen. Darum geht es hier nicht. Es ging nicht um eine möglicherweise verfassungswidrige Rechtsnorm. Und dann gibt es auch noch 100 Absatz 3, wie heißt das? Diversionsvorlage heißt das. Wenn ein Landesverfassungsgericht bei der Auslegung des Grundgesetzes, aber nur des Grundgesetzes, von einem anderen Landesverfassungsgericht abweichen will, dann soll das Bundesverfassungsgericht für eine zentral einheitliche Auslegung des Grundgesetzes sorgen. Auch hier überhaupt nicht relevant. Es geht um Berliner Recht und nicht um Grundgesetz. Deswegen ging das. Also es wäre gar nicht gegangen, dass sie das vorlegen. So. Und was aber jetzt den inhaltlichen Vortrag dieser Anwaltskanzlei betraf, nämlich liegt in der Rechtsprechung des Berliner Verfassungsgerichtshofes, nachdem also die ganze Wahl wiederholt werden muss, wirklich eine Abweichung zu den bisher eingeführten wahlprüfungsrechtlichen Maßstäben des Bundesverfassungsgerichts? Diese Frage möchte ich Ihnen hier nicht entscheiden, denn das ist wirklich eine Frage, über die man eine Doktorarbeit schreiben könnte. Die wäre hervorragend dafür geeignet. Da gibt es Argumente in beide Richtungen. Es ist richtig, dass der Berliner Verfassungsgerichtshof etwas Neues eingeführt hat, nämlich die Spitze des Eisbergs-Theorie. Er hat gesagt, wir bewerten hier nicht nur diejenigen Wahlfehler, die uns ganz konkret vorgelegt und auch nachgewiesen worden sind. Zum Beispiel, dass eben in Kreuzberg auf Wahlzetteln gewählt worden ist für einen anderen Bezirk. Die mussten also ungültig sein. Und dann aber die Senatsverwaltung für Inneres mit Rotstift draufgeschrieben hatte, Kreuzberg zählen wir trotzdem, weil die wählen ja richtig die Leute. Ja, deswegen zählen wir es trotzdem. Also nicht nur diese nachgewiesenen Fälle werden zugrunde gelegt, sondern wenn eben solche Fälle vorkommen und wenn man also von 1000 Problemen hört, dass man dann auch als Verfassungsgerichtshof irgendwann nicht mehr sagt, wir gehen mal davon aus, dass in allen Wahllokalen, wo jetzt kein Skandal unmittelbar nachgewiesen worden ist, nicht nur so einigermaßen, sondern geradezu perfekt gewählt worden ist und dann wiederholen wir nur die, wo was nachgewiesen ist, sondern hier hat eben der Verfassungsgerichtshof eine Spitze des Eisbergstheorie gebildet und hat gesagt, nach dem Bild, was wir haben, müssen wir annehmen, alles andere wäre völlig unrealistisch, dass auch woanders die schlimmsten Missstände sind. So, das hat das Bundesverfassungsgericht in der Tat so bisher noch nicht gemacht. Das würde also für die Theorie der Abweichung sprechen. Andererseits muss man allerdings auch sagen, dass das Bundesverfassungsgericht noch nicht im Entferntesten mit solchen Fällen wie dem Berliner Wahlkurs zu tun gehabt hat. Sie kennen das Interview von Peter Müller, dem Bundesverfassungsrichter, auch auf den werden wir noch zurückkommen, der in der FAZ ja geäußert hat, das seien Zustände, wie man sie nur in einem diktatorischen Entwicklungsland erwarten würde, aber nicht in Deutschland. Das hatte das Bundesverfassungsgericht nicht. Der Verfassungsgerichtshof selber ignoriert den Vortrag dieser Anwaltskanzlei nicht etwa, sondern weist ihn explizit zurück in seiner Entscheidung. Es sagt also, wir haben das zur Kenntnis genommen, aber wir verwahren uns gegen diesen Vorwurf. Wir gehen ganz genauso ran wie das Bundesverfassungsgericht. Dazu wird das Bundesverfassungsgericht also Stellung nehmen und wir sind da sehr gespannt. Und ich bin auch aus einem anderen Grund gespannt. Jetzt geht's weiter. Ich sagte ja schon, das Berliner Wahlchaos war zwar die Begründung für die weitaus meisten Wahlprüfungsrechtlichen
Wahleinsprüche, die jetzt zu Wahlprüfungsbeschwerden werden. Das liegt auch daran, dass verschiedene Organisationen, unter anderem auch die Atlas-Initiative, so Mustertexte veröffentlicht hatten im Internet, die man sich also zu eigen machen konnte. Der Entwurf der Atlas-Initiative war sehr gut ausgearbeitet. Nicht von mir, also ich war es nicht, aber der war trotzdem sehr gut. Und Tichys Einblick GmbH wird jetzt zwei Musterprozesse führen lassen. Das werden Sie in der nächsten Ausgabe vorne im Editorial sehen. Da ist dann so ein grauer Kasten, da wird das geschildert. Also Tichys Einblick GmbH unterstützt die Wahlprüfungsbeschwerden von zwei Bürgern, die eben die Atlas-Beschwerde erhoben, die den Atlas-Einspruch erhoben werden. Die vertrete ich dann beim Bundesverfassungsgericht. Und da wollen wir mal hoffen, dass wir die Dinge in Bewegung setzen. Und ich habe auch noch ein anderes Eisen im Feuer. Das ist sogar noch älter als das Berliner Wahlchaos. Das ist nämlich vorher schon geplant worden. Ich habe einen weiteren Wahleinspruch, der zur Wahlprüfungsbeschwerde werden wird. Der ist interessanterweise so, der hat gar keinen wirklichen tatsächlichen Anteil. Es geht um reine Rechtsfragen. Ich bin auch im Rahmen des Berliner Wahlchaos von mehreren Bürgern angesprochen worden, Wahleinsprüche für sie zu vertreten. Und ich habe das abgelehnt, weil ich zu faul war. Also weil ich die Kapazität nicht habe, weil ich mir ja ausrechnen konnte, also wenn ich das annehme, dann muss ich ja letztlich 50.000 Seiten da durchblättern, das kann ich nicht, ja. Tichy hat dann ja eine Mannschaft dafür gefunden, mit Lute zusammen, weil ich wusste, dass ich das nicht leisten kann, habe ich das dann abgelehnt, aber ich habe ganz unabhängig davon, von einer Gruppe, die in Süddeutschland wohnt, eine andere Wahlprüfungsbeschwerde gekriegt und die handelt ganz einfach nur vom Briefwähleranteil. Es sah jetzt so aus, dass der Briefwähleranteil bei der letzten Bundestagswahl 2021 bundesweit 47,3% betragen hat. Und das variiert natürlich von Bundesland zu Bundesland. Es gab Bundesländer wie Hamburg, Hessen und Baden-Württemberg, wo der Briefwähleranteil über 50% lag. Und endlich gab es sogar Bundesländer wie Rheinland-Pfalz und Bayern, wo der Briefwähleranteil bei über 60% lag. In Bayern haben wir Briefwähleranteil von 62,4. Das heißt, es geht so in Richtung zwei Drittel schon langsam hin. Und die Briefwahl ist ein riesiges Problem. Ja. Im Grundgesetz kommt die Briefwahl nicht vor. Die Väter und Mütter des Grundgesetzes hatten von der Möglichkeit der Briefwahl überhaupt keine Ahnung. Das können Sie da deutlich rauslesen, weil es ja diese Vorschrift gibt im Grundgesetz, wo der Wahltermin ziemlich genau geregelt ist. Und das ist ja völlig offensichtlich, mit dem Wahltermin ist ausschließlich der Wahlsonntag gemeint. Und die Möglichkeit der Briefwahl bereits 6 Wochen vorher widerspricht offenbar schon auf den ersten Blick dem, was im Grundgesetz über den Wahltermin drinsteht. Denn dann habe ich ja andere Wahltermine über 6 Wochen hinweg. Also im Grundgesetz eindeutig nicht vorgesehen, weswegen auch viele Staatsrechtslehrer bei der Einführung der Briefwahl 1955, glaube ich, das für verfassungswidrig gehalten haben. Das Bundesverfassungsgericht hat sich dem nicht angeschlossen. Und dann ist die Briefwahl mehrmals erleichtert worden, dass es nicht mehr so große Ausnahmefälle sein mussten und dass das alles viel freizügiger gehandhabt worden ist. Und endlich ist im Jahre 2008 ja die Briefwahl vollkommen freigegeben worden. Da musste man also nicht mehr behaupten oder glaubhaft machen, dass man verhindert ist oder krank ist, sondern man musste einfach nur zum Ausdruck bringen, ich möchte lieber Briefwahl, dann kriegte man das. Auch das ist angefochten worden. 2009 folgte dann eine Europawahl und aus diesem Anlass ist das dann angefochten worden. Und nun hätten wirklich viele Staatsrechtslehrer wiederum sich vorgestellt, dass das Bundesverfassungsgericht das wohl stoppen würde. Also die völlige Freigabe der Briefwahl, dass das nicht verfassungsgemäß ist. Zur Überraschung vieler Experten hat das Bundesverfassungsgericht das aber gebilligt, und zwar mit einer methodisch falschen Argumentation, das muss man wirklich sagen. Das Bundesverfassungsgericht rechtfertigt die Briefwahl, auch wenn von ihr massenhaft Gebrauch gemacht wird oder in größerem Umfang Gebrauch gemacht wird, mit dem Argument, dass die Wahlrechtsgrundsätze, es gibt verschiedene Wahlrechtsgrundsätze, also Öffentlichkeit, Geheimheit, Gleichheit und so weiter, dass die gegeneinander abgewogen werden müssten. Und bei der Briefwahl sei zwar die Öffentlichkeit der Wahl und auch die Gleichheit oftmals und die Geheimheit nicht gewährleistet, aber man müsste das abwägen zugunsten der Allgemeinheit der Wahl und dann gehe das irgendwie. Das ist Quatsch. Das Bundesverfassungsgericht verwechselt da zwei Dinge, die nicht zu verwechseln sind, nämlich das rechtliche Postulat Allgemeinheit der Wahl und die empirische Tatsache, hohe Wahlbeteiligung. Das hat nichts miteinander zu tun. Das sind grundverschiedene Dinge. Das haben die offenbar nicht erkannt. Hat es also
dann auch hingenommen. Besonders dramatisch ist eben der Wegfall der Öffentlichkeit der Wahl. Ansonsten ein Wahlrechtsgrundsatz, den das Bundesverfassungsgericht immer hochzuhalten pflegt. Um das mal zu illustrieren, was das bedeutet, dieser Wahlrechtsgrundsatz steht nicht im Artikel 38, um das mal schlaglichtartig zu illustrieren, im Alter von 18 Jahren war ich Wahlhelfer und dann sah ich, wie eine Frau ihre Tochter mit in die Wahlkabine nahm. Ich brüllte also durchs Wahllokal, das Kind da aus der Wahlkabine raus. Und die Frau sagte etwas pikiert, ich habe keine Geheimnisse vor meiner Tochter. Und ich sagte, aber ich, und ich bin der Staat. Nicht? Das heißt Öffentlichkeit... Das heißt Öffentlichkeit der Wahl, das findet statt und jeder Bürger kann zugucken und kann sich vergewissern, dass das ordentlich läuft und dass keiner die Wahlentscheidung beeinflusst und dass keiner erfährt, wie der andere wählt. Übrigens, Geheimheit der Wahl, wenn man drüber nachdenkt, heißt ja bekanntlich nicht, dass man nicht sagen darf, was man gewählt hat. Da wird man ja nicht bestraft. Geheimheit der Wahl heißt was anderes. Geheimheit der Wahl heißt, es kann jeder Bürger viel erzählen, aber es ist jedenfalls ausgeschlossen, einen Nachweis zu führen. Das ist das Entscheidende. Erzählen kann man, aber man kann keinen Nachweis führen. Und das ist alles bei der Briefwahl natürlich nicht mehr gewährleistet. So, und Gleichheit ist deswegen betroffen, weil nicht alle Bürger zum selben Termin wählen, mit demselben Kenntnisstand wählen. Ganz nebenher führt die Briefwahl dazu, halten sich auch viele gar nicht vor Augen, dass immer bei jeder Wahl Leute mitwählen, die nicht wählen dürfen, weil sie nämlich tot sind. Ja, also all die, die die Briefwahlunterlagen ausgefüllt haben, abgeschickt haben, in den 6 Wochen danach verstorben sind, man kann das ja technisch gar nicht feststellen. Solange der Briefwähleranteil sehr gering ist, kann man sagen, ach, das sind so wenige Fälle, das ist doch gar nicht relevant. Aber wenn wir natürlich aber Millionen von Briefwählern haben, dann wird das irgendwann mal interessant. Dann schlägt das irgendwann mal zu Buche und fällt irgendwann mal ins Gewicht. Ja, und deswegen kann die Briefwahl nicht unbeschränkt erlaubt werden. Das Bundesverfassungsgericht hat in diesem Urteil, das die prinzipielle Freigabe der Briefwahl 2009 gebilligt hat, überraschenderweise, gesagt, es komme nicht so drauf an, wie hoch der genaue Prozentsatz nun sei, solange eben die Briefwahl nicht zu etwas Regulärem werde. Nun haben wir bei 50%, etwa 50% Briefwähleranteil im Bund, ist die Briefwahl, reguläre Wahl. Und wenn wir in Bayern weit über 60% haben, dann ist es ja sogar die dominierende Wahl. Deswegen müsste sich das Bundesverfassungsgericht meines Erachtens jetzt an seinen eigenen Grundsätzen von 2009 festhalten lassen und dann eben sagen, das ging nicht. Das würde idealerweise zu einer Wahlwiederholung natürlich im ganzen Bundesgebiet führen. Ich habe also gestaffelte Anträge gestellt. Erstens Bayern und Rheinland-Pfalz, weil die den höchsten Briefwähleranteil haben. Und dann die 3 Bundesländer mit über 50% und dann die ganzen restlichen Bundesländer. Ich fürchte, dass das Bundesverfassungsgericht eine Entscheidung macht, wo dann sinngemäß drinsteht, das geht natürlich so nicht und in Zukunft geht das nicht so weiter. Aber im Jahre 2021, da ist es gerechtfertigt gewesen wegen Corona. Das hielt ich in der Sache für blödsinnig, ja, aber ich fürchte, dass die das vielleicht so machen werden. Eine Wahl, die eigentlich rechtswidrig ist, kann ja nicht dadurch rechtmäßig werden, dass man sagt, bei der nächsten Wahl machen wir es dann aber anders. Ja, das ist ja überhaupt keine sinnvolle Argumentation. Ich fürchte, sie werden, da das Bundesverfassungsgericht ja die Gefahren von Corona sehr hoch hängt, werden die vielleicht auf. Wir wollen es nicht hoffen, also wir werden es mal versuchen. Sie werden sehen, was rauskommt und auch was eben bei den beiden Prozessen, die ich für Tichy mache, herauskommen wird. So, zweitens, die weitere Liberalisierung, aber in Anführungszeichen geschrieben, des Einbürgerungsrechts, die eben jetzt vorangetrieben wird seitens der Bundesregierung und der sie tragenden 3 Parteien. Da soll also unter anderem, der Grundsatz ist ja immer der, dass wir seit 1999 die wesentlichen 2 Grundprinzipien des zwischen 1913 und 1999 geltenden Staatsbürgerschaftsrechts verändert haben. Das Staatsbürgerschaft zwischen 1913, da erging das erste Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz, bis 1999, als Schröder dann Reformen anfing, war erstens, dass die Staatsbürgerschaft regelmäßig nach dem Abstammungsprinzip vererbt wird. Das schließt es nicht aus, dass Ausländer naturalisiert werden können, aber die Naturalisation ist eine Ausnahme und regelmäßig geht man davon aus, und jetzt wird es ganz interessant, dass das Volk, das ist auch die Vorstellung, die im Grundgesetz zugrunde liegt, dass das Volk nicht von den Gesetzen gemacht wird,
sondern dass das Volk wirklich da ist, eine ontologische, das heißt seinsmäßige Gegebenheit, die dem Grundgesetz vorausgelagert ist. Das deutsche Volk ist dem Grundgesetz deswegen rechtlich vorausgelagert, weil es ja als Verfassungsgeber in Erscheinung tritt, in der Präambel des Grundgesetzes wie in Artikel 146. Das deutsche Volk war also vor dem Grundgesetz da und kann daher nicht einfach von den Gesetzen geschaffen worden sein, es ist einfach so da. Und regelmäßig hat man eben angenommen, es pflanzt sich eigentlich ganz von selber fort, wie die Hefe im Kuchenteig, und so werden neue Staatsbürger hervorgebracht. Ja, das versucht man seit 1999 durch ein System zu ersetzen, das letztlich ja, das einen seltsamen Positivismus bildet, als wenn die Staatsbürgerschaft in der Hauptsache durch Verwaltungsakte vergeben wird. Dadurch, dass der Staat umhergeht und sagt, du bist jetzt Deutscher, du bist jetzt Deutscher, du bist jetzt Deutscher. Und eben auch dadurch, dass man seit 1999 das Abstammungsprinzip durchlöchert hat und teilweise durch das Geburtsprinzip ergänzt hat, ja? nicht ersetzt natürlich, aber ergänzt, um eben die Einbürgerung von Ausländern zu erleichtern. Bisher ist es so, dass sich diese Ausländer, die qua Geburt zu Deutschen werden, weil eben ihre Eltern sich auch schon legal hier länger aufgehalten haben, dass die sich mit Anfang 20 entscheiden müssen, ob sie jetzt die deutsche oder die ausländische Staatsbürgerschaft haben wollen, weil eben allgemein anerkannt ist, auch in anderen Staaten der Welt, dass Doppelstaatler möglichst doch eher zu vermeiden sind, weil das zu Loyalitätskonflikten führen kann, weil es zu Zuständigkeitsproblemen führen kann. Das soll jetzt abgeschafft werden. Es soll also freier Doppelpass. Es gibt keine, wer Geburtsdeutscher ist, weil er hier geboren ist, der kann seinen anderen Pass ein ganzes Leben lang behalten. Es soll die Wartezeit, also hier waren das 8 Jahre, bis man erstmal Einbürgerung verlangen kann. Das soll auf 5 Jahre gesenkt werden und in besonderen Fällen, wo einer ein besonderes soziales, gesellschaftliches Engagement zeigt, kann er sogar schon nach 3 Jahren eingebürgert werden. Und da hat man immer so böse Vorstellungen. Das heißt, der muss wohl mal bei den richtigen Leuten eine Scheibe eingeworfen haben, aus antifaschistischen Gründen. Und dann ist das ein besonderes, man weiß es nicht, was die sich genau darunter vorzustellen scheinen. So, und die zweite große Säule des bisherigen Staatsbürgerschaftsrechts, also zwischen 1913 und 1999, war die Ermessenseinbürgerung. Das heißt, der Staat kann Ausländer naturalisieren, wenn er das eben will. Aber wenn der Staat das nicht will, aus welchen Gründen auch immer, dann muss er es nicht. Es gibt keinen Anspruch. Auch das ist seit 1999 in mehreren Schritten beseitigt worden. Wir haben jetzt eben eine Anspruchseinbürgerung, wenn bestimmte Tatbestandsvoraussetzungen, die immer geringer werden, eben erfüllt sind. Es soll jetzt im Rahmen der geplanten Reform, die im Koalitionsvertrag steht und jetzt auch vorbereitet wird, soll sogar das Kriterium der sinngemäß Einordnung in die deutschen Lebensverhältnisse gestrichen werden. Im Rahmen dieses Kriteriums wird dann geprüft, wie viele Ehefrauen einer zum Beispiel hat. Und wenn das allzu viele sind, dann sagt man, habe ich doch auch nicht. Also das soll jetzt auch offenbar wegfallen. Dass wir in Deutschland eine Anspruchseinbürgerung haben und das damit begründen, wir wollen doch endlich ein modernes Einwanderungsland werden, ist ein besonders großer Unsinn. Denn gerade bei echten und hergebrachten Einwanderungsländern ist die Grundlage immer, das heißt sozusagen Einwanderungsland, dass das Land sich aussucht, wen es haben will. Einwanderungsland heißt nicht, dass jeder kommen kann, sondern Einwanderungsland heißt, das Land sucht sich das aus. Die echten Einwanderungsländer haben selbstverständlich keine Anspruchseinbürgerung. Man kann nicht in die USA fahren und unter welchen Umständen auch immer verlangen, dass man jetzt Amerikaner wird, sondern das überlegen die sich selber, ob sie einen haben wollen. Ja, und bei diesen Reformanstrengungen, ich ziehe mal eins vor, weil das muss man wirklich sagen, das Eigenartige ist ja jetzt, dass die Beobachtung der AfD-Gesamtpartei durch die Verfassungsschutzbehörden, die jetzt erstinstanzlich durch das Verwaltungsgericht Köln gebilligt worden ist, die wird wesentlich darauf zurückgeführt, dass, jedenfalls soweit ich das beurteilen kann und soweit mir das zugänglich ist, die AfD wohl sinngemäß sagt, dass sie mit dem alten Einbürgerungsrecht, das vor 1999 gegolten hat, vollauf zufrieden ist, dass sie das neue hingegen nicht gut findet und dass sie quasi sagt, also wenn es nach uns ginge, hätte da nie irgendwas geändert werden müssen. So. Und das Interessante ist, dass diese Position, die offenbar jetzt von Verfassungsschutzbehörden wie auch von dem Verwaltungsgericht Köln als Beleg für eine verfassungswidrige Bestrebung unterstellt wird. Also der Umstand, dass man das Einbürgerungsrecht, was zwischen 1949, als das Grundgesetz eben kam, und 1999 gegolten hat und was damals nie einer für verfassungswidrig gehalten hat, das soll offenbar im Nachhinein verfassungswidrig sein, weil es irgendwie die Rechte der Nicht-Eingebürgerten schmälere und dann sei ihre Menschenwürde irgendwie berührt. Das ist ein ganz frappierender, seltsamer Umstand.
Deswegen glaube ich auch, dass das Berufungsverfahren vor dem Oberverwaltungsgericht Münster also gute Erfolgsaussichten hat. Ich bin da keineswegs ganz pessimistisch. Das müssen wir mal sehen. So, und jetzt kommen wir ins Fundamentale. Warum ist das schlecht? Warum sollen die das nicht liberalisieren? Ist doch schön, wenn Leute Deutsche werden. Es gerät dabei eine verfassungsrechtliche Fundamentaltatsache aus dem Blick, die ich eben schon angedeutet habe, nämlich, dass das Grundgesetz eben davon ausgeht, dass das deutsche Volk wirklich seinsmäßig existiert, schon vor dem Grundgesetz da ist, daher kann es auch verfassungsgebende Gewalt des Grundgesetzes sein und dass eben alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht, womit 20 Absatz 3 des Grundgesetzes das deutsche Volk meint und nicht irgendwie die Bevölkerung. Und wenn dem also so ist, dass das deutsche Volk das Legitimationssubjekt ist und das deutsche Volk die verfassungsgebende Gewalt ist, wohingegen ja alle Staatsgewalten verfasste Gewalten sind, auch der verfassungsändernde Gesetzgeber ist eine verfasste Gewalt und deswegen kann der verfassungsändernde Gesetzgeber nicht alles machen, sondern bestimmte Grundsätze des Grundgesetzes sind in Artikel 79 Absatz 3 des Grundgesetzes der Selbstbestimmungsgarantie, die früher einmal Ewigkeitsgarantie genannt wurde, ich nenne sie jetzt Selbstbestimmungsgarantie, aus Gründen, die ich hier nicht ausführen kann, das führt zu weit. Alle Staatsgewalten sind verfasste Gewalten, nur das Volk ist verfassungsgebende Gewalt und von ihm geht die Legitimation aller Staatsgewalt erst aus. Und das bedeutet, dass selbst der verfassungsändernde Gesetzgeber, erst recht aber nicht der einfache Bundesgesetzgeber, der sich jetzt wieder ins Werk macht, sein Legitimationsobjekt umgestalten und neu gestalten und auswechseln kann. Ja? Sonst der Gesetzgeber kann sich nicht ein neues Volk zusammenwählen. Ja? Dann wäre ja die Legitimationskette sozusagen auf den Kopf gestellt. Und das bedeutet meines Erachtens, dass im Ergebnis das Abstammungsprinzip, jedenfalls de constitutione later, also solange das Grundgesetz gilt, muss meines Erachtens das Abstammungsprinzip die allgemeine, die durchweg geltende Regel sein, damit eben das Legitimationsobjekt nicht ausgetauscht werden kann und dass der Gesetzgeber sich nicht sein eigenes Volk wählen kann, sodass das Volk eben da ist, ja, und sich selber fortpflanzt und das ist dann eben Legitimationsobjekt. Und die Naturalisation von besonders klugen Köpfen aus dem Ausland soll die Ausnahme bleiben. Jedenfalls die Constitutione later. Und das wird also, das wird immer wieder total aus dem Blick verloren. Selbst in der CDU-Fraktion, CDU-CSU-Fraktion, das werden Sie mitbekommen haben, gab es dann eine Gruppe von merkelianisch gesinnten Abgeordneten, die haben gesagt, sie möchten sich eigentlich doch dem Koalitionsentwurf anschließen. Ja, das ist gar nicht so verrückt, wie es auf den ersten Blick klingt, denn man muss ja sagen, das, was die Bundesregierung jetzt vorhat und was die Ampel jetzt vorhat, ist ja auch nur eine Fortsetzung von Tendenzen, die in all den Jahren unter Merkel schon vorangetrieben worden sind. Die haben, also Laschet und Co. haben durchaus recht, wenn sie sagen, die machen doch genau das, was wir auch hatten machen wollen. Und wenn wir noch 5 Jahre weiter regiert hätten, hätten wir das sowieso gemacht. Das stimmt. Nun, interessanterweise lässt der Friedrich Merz also die Rebellen nicht in die Elbe werfen, sondern sagt, wir werden jetzt einen Kompromiss erarbeiten, wo eure Kritik dann auch aufgenommen wird. Also es fällt ihm auf, dass Friedrich Merz jedes Mal eilig zurückrudert, wenn man ihn darauf aufmerksam macht, dass seine politischen Ansichten vom Programm der Grünen, wie von den Empfehlungen der Bertelsmann-Stiftung, nicht mehr gedeckt sind. Ja, dann erschrickt er sich sehr und... Nun hatte ja die Bundesregierung zugleich, das steht auch im Koalitionsvertrag, eine Rückführungsoffensive angekündigt. Und das wird nichts, ja, das kommt nicht in die Gänge. Es ist wirklich so. Im Moment ist es so, dass ja die Bundesregierung sagt, dass sie in diverse Länder nicht mehr abschiebt. So etwa Afghanistan, da hatten wir jetzt den Fall in den letzten 3 Tagen, wo eben die Abschiebung eines Vergewaltigers, ausgerechnet in diesem Ort, wo jetzt die beiden Mädchen niedergestochen worden sind. Da hat es vor 3 Jahren schon eine Vergewaltigung vor demselben Asylbewerberheim gegeben. Einer der Mittäter sollte jetzt nach Afghanistan abgeschoben werden. Das hat die Innenministerin aber verhindert. Also entweder die Regierung sagt von sich aus, wir schieben in bestimmte Länder und dann folgt ein langer Katalog aus humanitären Gründen gar keinen mehr ab, egal was der hier gemacht hat. Wenn die Regierung das aber nicht machte und wenn die Regierung jetzt sagen würde, ist uns egal, also jedenfalls Gewalttäter und schwere Straftäter werden abgeschoben, dann würden das voraussichtlich die Verwaltungsgerichte nicht mitmachen. Dann würden ihm die Verwaltungsgerichte sagen, das widerspricht der Menschenwürde. Insofern ist die Bemühung, die ja diesem neuen Gesetzentwurf zugrunde liegt, dass man also die geduldeten
Also abgelehnte Asylbewerber, die hier bis auf Weiteres geduldet werden, oft als Kettenduldung über Jahre und Jahre hinweg, dass man gar nicht mehr versucht, die abzuschieben, sondern vielmehr versucht, sie einzubürgern, wofür die Kriterien stark abgesenkt werden müssen, ist im Grunde nur eine Anpassung der Rechtslage an die faktisch ja ohnehin bestehende Situation. Das ist durchaus richtig. Deswegen, das ist ja immer mein Ceterum censeo gewesen, der einzige Weg, wenn man also in einem auf Menschenrechte und Menschenwürde gegründeten freiheitlichen Rechtsstaat, den wir ja haben und den wir auch behalten wollen. Und wenn aber dieser auf Menschenwürde und Menschenrechte gegründete freiheitliche Rechtsstaat bestimmte Ausländer nicht haben will, was ja sehr begreiflich ist, natürlich wollen wir diesen Kerl von Illerskirchen nicht haben, dann ist die einzige Möglichkeit, diese Personen gar nicht erst über die Grenze zu lassen. Und das dürfen wir, das müssen wir sogar bei Personen, die aus sicheren Drittstaaten einreisen wollen, um in Deutschland einen Asylantrag zu stellen. Da ist das bindend vorgeschrieben, dass die nicht reingelassen werden dürfen. Es wird nur von der Politik nicht beachtet. Das ist der einzige Weg. Und wenn sie drin sind, dann muss man davon ausgehen, dass man sie nicht wieder los wird, auch bei schweren Gewalttaten, weil wir eben eine ganz auf Grundrechte und auf den Wert des Individuums gegründete Rechtsordnung haben, die uns aber jedenfalls nicht verbietet, Leute, die noch nicht drin sind, gar nicht erst reinzulassen. Deswegen ist das der einzige Weg, wird von der Politik gar nicht gegangen. Ja, gibt es vielleicht auch ein bisschen Sonnenschein? Also der Vorteil des Regierungsentwurfs ist immerhin, dass wir jetzt offenbar vor der weitgehenden Abschaffung der Ausländerkriminalität stehen. In dem besten Deutschland, was es je gab, wird es bald nur noch deutschen Kriminalität geben. Das ist so ähnlich wie bei Michael Ende. Im Land der Riesen sind alle Riesen, per Definition auch die eher Kleingewachsenen. Gut. Dritter Punkt, das ist, glaube ich, in der Öffentlichkeit noch gar nicht so bekannt, unter anderem deswegen, weil die Alternativmedien das noch nicht so richtig aufgegriffen haben, das wird aber kommen. Wir werden morgen Sonntag, werden wir eine Sondersendung beim Kontrafunk machen, das hat der Carlos A. Gebauer angeleiert und da hat er mich hinzugezogen und auch die Annette Heinisch, die für die Achse des Guten juristische Beiträge ja macht. Und da wollen wir eine Sondersendung machen über das nun kommende nächste Thema, nämlich das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 6. Dezember über das Eigenmittelbeschluss-Ratifizierungsgesetz. Das ist also eine neue Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die den Kenner etwas erschüttert hat. So, worum geht's? Im April 2021, fangen wir anders an. Es gibt eben in Europa, auf europäischer Ebene, dieses eigenartige Programm zum Wiederaufbau nach Corona. Das eigentliche Ziel war, und das ist die Revolution, die wir auf europäischer Ebene erleben, dass die Corona-Probleme zum Anlass genommen worden sind, durch die europäische Ebene, also getrieben immer von der Kommission natürlich, dass die EU sich selber verschuldet. Das ist ganz interessant, in der heutigen Zeit. In früheren Zeiten hat man irgendwie immer gemeint, ausgesprochen oder unausgesprochen, dass der Durchbruch zur Staatlichkeit ja letztlich in der Kriegsfähigkeit liegt. Ja, wenn so ein Objekt Kriege führen kann, dann ist es als Staat irgendwann anzuerkennen. Heute scheint es so zu sein, dass eine öffentlich-rechtliche Körperschaft dann staatsähnlich wird, wenn sie in der Lage ist, sich zu verschulden. Jedenfalls die EU scheint das so zu sehen. Die will jetzt... so wird es ja fast genannt. So, die EU ist jetzt also wild entschlossen, sie will sich verschulden, sie will sich 750 Milliarden Euro ausleihen, die dann, so wird das begründet, benutzt werden, um einer einzigartigen Notlage abzuhelfen. Und die soll eben dadurch gekommen sein, durch die Corona-Maßnahmen und die damit verbundenen Wirtschaftseinbrüche. Faktisch ist geplant, dass also die größten Summen an Italien und Spanien gehen sollen. Deutschland beteiligt sich mit 65 Milliarden Euro und ist damit größter Nettoeinzahler. Das Problem bei diesem Supervermögen ist schon auf den ersten Blick, dass, also wenn man guckt, wofür das dann benutzt werden soll, das Geld, dann findet man, es soll benutzt werden für Wasserstoff, Forschung, klimafreundliche Mobilität und ein digitaleres Bildungssystem. Und daran fällt dann eben auf, das hat alles überhaupt nichts mit Corona zu tun. Es tut auch gar nicht so, als wenn es was mit Corona zu tun hätte. Denn all diese Programme, die sie damit unterstützen wollen, die betreibt die EU schon sehr viel länger, schon mehrere Jahre länger, als von Corona noch keiner was wusste. Es ist ein etwas durchsichtiges Manöver, was die da machen. Tja,
Und deswegen haben dann verschiedene Privatpersonen und Initiativen dagegen geklagt, unter anderem dieses Bündnis Bürgerwille von dem Bernd Lucke. Bei dem bin ich dann auch dabei und gehöre auch zu den Klägern für Bündnis Bürgerwille oder habe dazu gehört. Ja, und das ging spannend los. Das ging spannend los, weil schon bald nach der Einreichung dieser Verfassungsbeschwerde das Bundesverfassungsgericht allen Ernstes dem Bundespräsidenten verboten hat, dieses Gesetz zu unterschreiben. Und das ist zu meiner Kenntnis so noch nicht passiert. Das ist ja immer so, das ist ein wichtiger Punkt. Bei allen Gesetzen, die außenpolitische Bedeutung haben, insbesondere bei Gesetzen, durch die ein internationaler Vertrag ratifiziert wird durch den Bundestag, ist es entscheidend wichtig, dass der Bundespräsident das nicht unterschreibt. Denn in dem Moment, wo er es unterschrieben hat, ist es völkerrechtlich in Kraft. Und es ist völlig egal, ob das Bundesverfassungsgericht später sagt, das war aber verfassungswidrig, das hätte der nie unterschreiben dürfen, das Parlament hätte es nie beschließen dürfen. Das ist völkerrechtlich egal. Aus Sicht des Völkerrechts ist das eine innere Angelegenheit. Deswegen ist es also bei Verfassungsbeschwerden, die irgendeinen außenpolitischen Bezug haben, und das ist eben vor allem bei Europabeschwerden der Fall, ist es ganz wichtig, dass der Bundespräsident es erstmal nicht unterschreibt. Es hat aber, soweit mir bekannt, noch nie bisher eine formelle Anordnung dazu gegeben, sondern man hat sich dann immer informell geeinigt. Das heißt, Bundesverfassungsgericht und Bundespräsidialamt haben telefoniert und dann hat das Bundespräsidialamt öffentlich erklärt, na, der Bundespräsident wird das sicherlich nicht unterschreiben, bis das vom Bundesverfassungsgericht geklärt ist. Das ist ja selbstverständlich. Irgendwas muss bei dieser Sache anders gelaufen sein. Wer weiß. Also irgendwie muss offenbar das Bundespräsidialamt am Telefon gesagt haben, sinngemäß, das werden wir nie erfahren, das ist Arkanum der Regierungstätigkeit, die Sache ist höchst dringlich, ja, wir können da nicht ewig warten. Und daraufhin hat das Bundesverfassungsgericht in diesem Fall echt mal verboten zu unterschreiben. Das war aber nicht das letzte Wort. Bei dem mit der Verfassungsbeschwerde verbundenen einstweiligen Rechtsschutzverfahren sind wir dann unterlegen. Das war dann leider die erste Niederlage. Im offiziellen einstweiligen Rechtsschutzverfahren hat das Bundesverfassungsgericht dann gesagt, jetzt darf der Bundespräsident doch unterschreiben, weil wenn dieses Programm jetzt zum Wiederaufbau Europas nach Corona gestoppt werden würde, dann wären die Gefahren und der Schaden, der damit einhergeht, so unendlich groß, dass das also schlimmer wäre, als dass wir jetzt mal eben verfassungswidriges Gesetz beschlossen haben. Das ist vergleichsweise, also bevor ganz Europa zusammenbricht, ja, das riskieren wir jetzt mal. Tja, und dann hat eben jetzt im Hauptsacheverfahren, was jetzt am 6. Dezember erst entschieden worden ist, das Bundesverfassungsgericht die Verfassungsbeschwerde zurückgewiesen. Und das ist wirklich traurig. Jetzt mal einen Schritt zurück. Warum kann man überhaupt dagegen klagen, dass der Deutsche Bundestag das Eigenmittelbeschlussratifizierungsgesetz eben beschließt und dadurch dann eben billigt, dass die europäische Ebene entgegen dem klaren Wortlaut der einschlägigen Verträge sich mit 57 Milliarden Euro verschuldet. Normalerweise kann der Bürger ja nicht gegen irgendwelche Staatshandeln klagen, auch wenn das noch so unvernünftig ist. Das können wir seit 1992, 93, seit der berühmten Maastricht-Verfassungsbeschwerde. Bei der Maastricht-Verfassungsbeschwerde, also gegen das Zustimmungsgesetz im Vertrag von Maastricht damals, da hatten etliche Bürger geklagt. Die Mehrheit der Staatsrechtslehrer hat das für unzulässig gehalten, eben mit dem bekannten Argument, wir wissen gar nicht, welches Grundrecht verletzt sein soll, wenn der Staat eine Europapolitik treibt, die manchen Bürgern nicht gefällt. Das Bundesverfassungsgericht hat das klar und auch völlig zutreffend beantwortet. Es ist verletzt das grundrechtsgleiche Recht aus Artikel 38, das Wahlrecht zum Deutschen Bundestag. Denn das Wahlrecht zum Deutschen Bundestag bedeutet nicht nur, dass ich alle 4 Jahre dahin laufen und irgendein Kreuz machen kann, auch wenn es überhaupt keine Folgen hat oder noch haben könnte, sondern das Wahlrecht zum Deutschen Bundestag, das hat auch einen materiellen Anteil und nicht nur den formellen, da, dass ich zur Wahl gehen darf. Es hat den materiellen Anteil, dass meine Wahlentscheidung im Bund irgendeinen potenziellen Einfluss noch haben muss. Auf irgendeine Art, jedenfalls theoretisch, zum Politikwechsel beitragen kann. Und das kann es eben nur, solange dem Bundestag noch echte, substanzielle Befugnisse bleiben, die er selber, der Bundestag, eigenverantwortlich regelt. Und der Kern dieser Kompetenzen des Bundestages, das sogenannte Königsrecht des Parlaments, ist natürlich das Haushaltsrecht. Die Entscheidung darüber, welches Geld der Staat ausgibt. Ansonsten, das werden Sie wissen, haben wir ja durch die europäische Integration also ein ganz interessantes Phänomen, nämlich dass die Legitimationsketten nicht da sind und dass der herkömmliche Legitimationsmechanismus auf den Kopf gestellt wird. Weil etwa 80% der Gesetze, die der Deutsche Bundestag beschließt,
steht das Ergebnis von Anfang an bereits fest, weil es sich um die Umsetzung von EU-Richtlinien handelt, zu deren Umsetzung der Bundestag eben verpflichtet ist. Er kann nur so ein bisschen mitreden, was die Methoden angeht, mit denen man die in den Richtlinien festgehaltenen Ziele, zum Beispiel Antidiskriminierung im Arbeitsrecht, Antidiskriminierungsgesetz, ist ein reines europäisches Produkt, auf welchem Weg man diese Ziele erreichen kann. Aber der Bundestag kann nicht mehr sagen, wir ratifizieren das nicht. Und diese europäischen Richtlinien kommen natürlich zentral zustande durch, also erstmal die Initiative der Kommission. Nur die Europäische Kommission hat das Initiativrecht. Das Europäische Parlament hat kein Initiativrecht, wo man schon sieht, es ist kein Parlament. Und dann wird es also maßgeblich beschlossen eben vom Rat. Vom Rat der EU, das ist das, was früher Ministerrat hieß, das trifft es auch ganz gut. Das sind also die ganzen Minister der Länder, die jeweils für das betroffene Sachgebiet zuständig sind. Alle Innenminister oder alle Finanzminister. Und die beschließen das dann wesentlich. Und das Europäische Parlament hat dann in der Sache eigentlich nur eine Art Vetorecht. Ja, das Europäische Parlament könnte das dann stoppen, aber es macht nicht die Gesetze, sondern die Gesetze macht die Kommission und sie werden dann vom Rat ja, in die letzte Form gegossen und ins Werk gesetzt. Das Parlament hat dann eigentlich noch ein Vetorecht. Das heißt, durch die Europäisierung rückt die Verwaltung in Gestalt einer internationalisierten Verwaltung wieder in die starke Stellung ein, die sie ursprünglich und früher hatte im Obrigkeitsstaat und aus der sie dann im Wege der Demokratisierung durch die Parlamente teilweise verdrängt worden ist. Man könnte sagen, der Obrigkeitsstaat ist 100 Jahre lang zurückgedrängt worden, hat aber Wege gefunden, um sich wieder ins Spiel zu bringen und hat gesagt, wir kommen wieder ins Spiel, wenn wir uns untereinander zusammentun. Ja, die ganzen Regierungen der Staaten müssen sich untereinander zusammentun und wir sagen, das ist die europäische Idee und wir wollen doch Europa und es gibt so und so viele Chinesen. Und so haben die das fertig gekriegt, dass wir im Grunde wieder eine obrigkeitliche Entscheidung haben. Denn als demokratisch legitimiert kann eben nur gelten, was durch Legitimationsketten gerechtfertigt ist, die sich nachvollziehen lassen. Natürlich ist die Rechtfertigung auch im nationalen Verfassungsrecht oft außerordentlich dünn, aber es genügt eben, dass man sie sich vorstellen kann. Also der Bürger wählt den Deutschen Bundestag. Der Deutsche Bundestag wählt den Bundeskanzler, das ist die Legitimationskette. Und die Minister, die werden dann wiederum vom Bundeskanzler, ja, wenn ich jetzt sage, ernannt, stimmt das nicht, sie werden vom Bundespräsidenten ernannt, aber der Bundeskanzler sucht sie aus, ja, der bestimmt, wer das ist. Nun ist völlig klar, die Legitimationskette zum Bundeskanzler, die ist noch einigermaßen solide. Die Legitimationskette zu Ministern, die ist dann mehr so imaginiert, ja, denn der Bundeskanzler ernennt ja nicht zum Minister, wen er gerade will, sondern der hat ja einer Koalitionsarithmetik zu folgen. Faktisch wird das dem Bundeskanzler vorgeschrieben, ja, weil faktisch funktionieren Koalitionen so, dass die beteiligten Parteien sich ihre Minister aussuchen können. Der Bundeskanzler kann dann eigentlich faktisch nicht sagen, den will ich aber nicht. Also da kann man sich aber immerhin eine Legitimationskette noch vorstellen. Zu den Beschlüssen des Rates, also des Ministerrates auf europäischer Ebene, gibt es keine Legitimationskette, weil da sitzen ja Minister. Also wir hatten eben schon gehört, man kann sich zum Bundesminister die Legitimationskette nur mit sehr viel Fantasie vorstellen. Aber nur zum einen, der da drin sitzt, und die 26 anderen, die auch noch im Rat sitzen, zu denen habe ich absolut keine Legitimationskette. Und die können ja meinen Minister überstimmen. Ja? Und deswegen gibt es da keine demokratische Legitimation mehr. Trotzdem hat Europa einige Vorteile. Ich bin also nicht für die Abschaffung der EU. Aber es muss natürlich, die Kompetenzen müssen dringend beschränkt werden auf die Dinge, wo es eben zum Abwickeln eines gemeinsamen Binnenmarktes ohne Zollgrenzen eben wirklich erforderlich sind. Tja, und das Schlimme ist nun, dass durch diese neue Rechtsprechung, wo eben genau diese rechtlichen Topoi wieder ins Feld geführt worden sind, also die Beschwerdeführer, so auch ich, haben eben gesagt, unser Wahlrecht zum Deutschen Bundestag, der insbesondere die Budgethoheit hat, als Königsrecht des Parlaments, wird doch völlig ausgehöhlt, wenn Europa sich da verschulden kann und wir dafür haften müssen. Was ist denn, wenn die anderen Länder ihren Schuldenanteil nicht bezahlen wollen? Am Ende wird alles an uns irgendwie hängen bleiben. Der Bundestag ist dann, der ist völlig, der hat gar keine Funktion mehr. Ja, der wird ja nur noch Schulden bedienen und kann nichts Neues mehr machen. So war die Argumentation. Man muss jetzt sagen, was schon ziemlich schockierend ist, das Bundesverfassungsgericht hat sich oder beginnt sich aus der Ultravirus-Kontrolle zurückzuziehen. Ich erkläre noch mal kurz Ultravirus. Das ist ein Begriff, der insbesondere in der Lissabon-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts öffentlich bekannt geworden ist. Es ist so, wir haben unsere eigenstaatlichen nationalen Souveränitätsrechte, die letztlich einfach Ausfluss sind des Selbstbestimmungsrechts des deutschen Volkes. Die haben wir nicht an Europa abgegeben. Das könnten wir gar nicht. Ja? Die Politiker können nicht das Selbstbestimmungsrecht, das nur dem deutschen Volk als verfassungsgebender Gewalt zusteht, an irgendwen abtreten. Es gehört ihnen ja nicht. Sondern wir haben nur
etliche Souveränitätsrechte zur Ausübung der EU überlassen. Zur Ausübung überlassen. Wir können sie jederzeit zurückholen. Und die Legitimität des Europarechts, einschließlich solcher Sätze, wie eben, dass das Europarecht dem nationalen Recht vorgeht. Jedes Europarecht geht jedem nationalen Recht grundsätzlich vor, also auch dem Verfassungsrecht. Die Legitimation des Europarechts kommt auf der Brücke des Zustimmungsgesetzes nach Deutschland. Die besteht nicht etwa von selber, Europa ist nicht ein souveräner Überstaat und die Verträge sind keine Superverfassung, sondern weil unser deutscher Bundestag Zustimmungsgesetze, etwa zuletzt im Vertrag von Lissabon, gemacht hat. Das Zustimmungsgesetz im Vertrag von Lissabon war mit 7/8 Mehrheit im Deutschen Bundestag. Deswegen akzeptiert der Staat, dass das europäische Recht in Deutschland nicht nur gilt, sondern sogar Vorrang genießt. Aber man könnte es auch jederzeit zurückholen. Und es dürfen eben bei der Überlassung von Hoheitsrechten an die europäische Ebene, dürfen die Grundsätze des Grundgesetzes, also das, was von 79.3 der Selbstbestimmungsgarantie umfasst wird, nicht aufgeopfert werden. Das muss immer hier bleiben und dazu gehört das Demokratieprinzip und das heißt, dass eben, wie schon in der Maastricht-Entscheidung festgestellt worden ist, dem Bundestag substanzielle Entscheidungsbefugnisse bleiben müssen. In der Lissabon-Entscheidung wird das dann weiter ausgeführt und auch vom Bundesverfassungsgericht zugespitzt zu einem veritablen Recht auf Eigenstaatlichkeit. Das deutsche Volk hat, die Constitutionem Iuris, ein Recht auf Eigenstaatlichkeit. Die Politik ist nicht berechtigt und nicht befähigt, aus Deutschland jetzt eine Provinz eines EU-Staates zu machen. In diese Richtung geht es aber durch diesen neuen Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Es ist so, um es mal ganz knapp zusammenzufassen, die Entscheidung ist lesenswert. Es wird wahrscheinlich sehr anstrengend sein, die hat so 70 Seiten, die nun durchzuflöhen. Aber wenn Sie die Entscheidung mal lesen, die kriegt man im Internet mit einem Klick, wenn Sie die Entscheidung mal lesen, dann sollten Sie, oder vereinfachte Fassung, Sie können die Pressemitteilung des Bundesverfassungsgerichts lesen, gibt es auch im Internet, das ist die vereinfachte Fassung. Und das wirklich Interessante und Tolle und Frappierende an dieser Entscheidung ist das Sondervotum des Richters Peter Müller, den hatten wir eben schon, hat also komplett dissentiert und stellt seinen Senatskollegen ein vernichtendes Zeugnis aus, wie ich finde, völlig zu Recht. Denn das Bundesverfassungsgericht bricht eben mit allen hergebrachten Grundsätzen. Der Umstand, dass das Europarecht von uns nicht von selber gilt, weil Europa irgendwie eine höhere Souveränitätsebene ist, sondern eben nur auf der Brücke des Zustimmungsgesetzes zu uns kommt, bedingt, dass das Bundesverfassungsgericht entscheidet, was Ultravires-Akte sind. Und was ist ein Ultravires-Akt? Ein Ultravires-Akt, also jenseits der Gewalt, jenseits der Kraft, ist, wenn die EU irgendeinen Beschluss fasst oder eine Maßnahme ergreift oder ein Gesetz erlässt, was auf europäischer Ebene Verordnung heißt, wozu sie nicht befugt ist. Denn die Befugnisse der europäischen Ebene, denen der Bundestag zugestimmt hat, nur deswegen dürfen die das, die stehen eben in den Verträgen, denen der Bundestag zugestimmt hat. Und was die nach den Verträgen nicht dürfen, das dürfen sie nicht und das darf in Deutschland nicht umgesetzt werden. Und die Entscheidung darüber, ob die nun Ultravirus waren oder nicht, die trifft allein das Bundesverfassungsgericht. Ja? Sonst wäre ja die Brückentheorie nicht erfüllt. Die kann nur auf nationaler Ebene gefällt werden. Die nationale Ebene kann entscheiden, was haben wir abgegeben und was nicht. Ja? Der Europäische Gerichtshof, der EuGH, sagt dem gegenüber, also der bestreitet nicht, dass es Ultravirus-Akte gibt, das ist völlig klar, aber der sagt eben, was Ultravirus-Akte sind, das können nur wir entscheiden. Ja, weil wir sind letztentscheidungsbefugt in allen europarechtlichen Fragen. So, das macht das Bundesverfassungsgericht bisher nicht mit, aber wir sehen eben jetzt, dass es doch immer mehr bereit ist, es offenbar doch mitzumachen und sich aus der Ultravirus-Kontrolle zurückzuziehen und damit eben die Verteidigung des grundrechtsgleichen Rechts aus 38 Grundgesetz, also das Wahlrecht des Bürgers mit seinem materiellen Anteil, dass man also nicht nur zur Wahl gehen darf, sondern dass die Wahl auch irgendwelche potenziellen Folgen haben muss, wird dadurch durch den zweiten Senat des Bundesverfassungsgerichts geradezu verraten. Also, der Eigenmittelbeschluss der europäischen Ebene, also Rat dann mit Kommission und dann mit Rat, ist evidentermaßen rechtswidrig, denn die europäische Ebene darf sich gar nicht verschulden. Die EU darf sich nicht verschulden, das ist in Artikel 311 AEUV verboten. Sie darf nur mit Eigenmitteln wirtschaften. Und nun beruft sich die europäische Ebene auf eine andere Vorschrift, in der über
Geld aufnehmen gar nichts drinsteht. Das ist Artikel 122 AUV. Da steht sinngemäß drin, ich kürze es jetzt ab, in ganz besonderen, unvorhergesehenen Notlagen, da können die notwendigen Maßnahmen durch die Organe ergriffen werden. Und das interpretieren die so, ja, das heißt, wir können dann Geld aufnehmen. Das ist schon von Anfang an eine nicht sinnvolle Interpretation. Das müsste dann da so drinstehen. Also wenn das Prinzip aus 311 durchbrochen werden sollte und zu diesen außergewöhnlichen Maßnahmen auch die Kreditfinanzierung gehört, dann müsste das so drinstehen, ja, weil ansonsten muss 311 gelten. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht wägt das hin und her und sagt dann am Ende, im Grunde spricht alles dafür, dass dieser Eigenmittelbeschluss der EU, dass der rechtswidrig ist, dass er dem AIUV widerspricht. Eigentlich sprechen alle Argumente, die wir finden können, dafür. Dann macht man eine seltsame Wendung und sagt, ja, aber auch wenn wir glauben, dass es eigentlich rechtswidrig ist, so will es uns doch so scheinen, als wenn es nicht offensichtlich rechtswidrig ist. Es ist nur rechtswidrig, aber es ist nicht offensichtlich rechtswidrig. Das heißt, die wollen damit sagen, wir halten es glasklar für rechtswidrig, aber theoretisch könnte man ja auch anderer Meinung sein. Und offensichtlich ist es nur, wenn man auch theoretisch nicht anderer Meinung sein könnte. Worauf die das stützen, das sagen die ja gar nicht im Einzelnen. Die sagen also, alle Argumente, die wir kennen, sprechen wir Rechtswidrigkeit, aber es ist eben keine offensichtliche Rechtswidrigkeit. Und solange die offensichtliche Rechtswidrigkeit nicht da ist, sagen die, ist es nicht Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts der EU in den Arm zu fallen, das ist nur bei offensichtlicher Rechtswidrigkeit der Fall. So. Und nun müsste es da auch eigentlich so sein. Also wenn man solche gravierenden Zweifel hat, und eigentlich äußert der Senat ja nicht nur Zweifel, sondern er sagt, also nach unserer Überzeugung ist das rechtswidrig, wenn auch nicht offensichtlich rechtswidrig, dann wäre ja das Mindeste, was man tun müsste, die Vorlage zum EuGH, was es ja auch in der Vergangenheit schon mehrmals gegeben hat. Also wenn man solche Zweifel hat, ob, dass das rechtmäßig ist, dann müsste man zumindest dem EuGH vorlegen und sagen, was sagt ihr denn dazu? Und auch das macht der Senat nicht mit einer interessanten Begründung. Er sagt nämlich, naja, also wir haben das ja schon öfters ausprobiert, denen irgendwas vorzulegen. Und nach alledem ist nicht zu erwarten, dass der EuGH eine engere Auffassung des Europarechts hat als wir. Ganz im Gegenteil. Und deswegen brauchen wir es gar nicht erst vorzulegen. Wir wissen ja, der ist dafür. Es wird in der Sache schon stimmen, es ist methodisch nicht richtig natürlich, weil das Bundesverfassungsgericht, nach dem klaren Text, den man nachlesen kann, hat ja kein eigenes Urteil gefällt. Ja? Es wäre methodisch, wenn ich also sagen will, ich brauche die andere Stelle nicht zu fragen, weil ich schon weiß, dass das Urteil der anderen Stelle von meinem Urteil nicht abweichen wird, da müsste ich erstmal ein eigenes Urteil haben. Das hat das Bundesverfassungsgericht aber ausdrücklich nicht. Es sagt, wir haben große Zweifel, eigentlich spricht alles dagegen, auch wenn es nicht ganz offensichtlich ist und der EuGH wird das nicht anders sehen. Das geht nicht. Ja? Sie haben selber nicht entschieden und wenn Sie selber nicht entscheiden, müssen Sie wenigstens den EuGH entscheiden lassen. Aber zu sagen, wir haben Zweifel, wir wollen sie entscheiden, aber wir wollen auch den EuGH nicht behelligen, das geht eindeutig methodisch nicht. Und dann macht man noch alle Verrenkungen, also ganz furchtbar. Es ist so, grundsätzlich darf die EU sich überhaupt gar nicht verschulden. Jetzt sagt das Bundesverfassungsgericht ohne Anhalt irgendwie aus dem Nichts, ja, also in ganz unvorhergesehenen Notlagen, wie jetzt eben bei Corona, wobei das Geld ja eigentlich zum Klimaschutz ausgegeben werden soll, aber jedenfalls Corona, da kann sich die EU schon mal verschulden, wenn das auch irgendwann zurückgezahlt wird und so, jedenfalls hoffentlich, aber also solange diese Schulden nicht mehr betragen oder nicht gleich viel betragen wie die Eigenmittel. Und wenn man da dann guckt und dieses Kriterium des Bundesverfassungsgerichts, das es selber aus dem Nichts schöpft, ist interessant, wenn also in den Gesetzen steht, du darfst überhaupt kein Geld aufnehmen und daraus mache ich dann, ich darf wenigstens so viel Geld aufnehmen, wie ich habe, dass ich also mein Vermögen verdopple, sozusagen. Wenn man dieses Kriterium anlegt, dann merkt man, dass diese 57 Milliarden die Eigenmittel der EU weit übersteigen, jedenfalls, wenn man auf den anerkannten Haushaltsgrundsatz der Jährlichkeit rekurriert, der auch auf EU-Ebene gilt. Das hat bisher noch nie jemand angezweifelt, dass der Haushaltsgrundsatz der Jährlichkeit auch auf EU-Ebene gilt. Jetzt sagt das Bundesverfassungsgericht, ebenfalls aus dem Nichts, ja, bei der Konkretisierung dieses 50-50-Kriteriums, was wir uns eben völlig frei ausgedacht haben, darf man eben nicht auf das Prinzip Jährlichkeit abstellen, weil dann wäre es ja wieder rechtswidrig, soll aber rechtmäßig sein. Und deswegen stellen wir ab auf eine 7-jährige Periode, weil es gibt auf der EU eine 7-jährige Periode der allgemeinen Finanzplanung. Das ist kein Haushalt, aber es ist die allgemeine Finanzplanung, gibt es ja auch auf Bundesebene. Und deswegen sei auf die 7-jährige Periode abzustellen. Und wenn man auf 7 Jahre abstellt, dann sind diese 57 Milliarden noch nicht mehr als die Eigenmittel. Und deswegen soll es dann irgendwie gehen. Und das ist natürlich also ein groteskes Fehlurteil, was eben letztlich nur so gelesen werden kann, dass das Bundesverfassungsgericht sich aus der Ultraviruskontrolle, die der Bürger eben bisher über Artikel 38 des Grundgesetzes anstrengen kann, zurückzieht. Und das wäre unbedingt verfassungswidrig. Das Bundesverfassungsgericht selber hat ja im
Lissabon-Urteil 2009 gesagt, dass eben das Selbstbestimmungsrecht des deutschen Volkes ist bedingt, dass der Staat seine Souveränität nicht aufgeben kann. Das macht jetzt offenbar derselbe Senat des Bundesverfassungsgerichts, weswegen der Verfassungsrechter Peter Müller, ich habe gleich mal geguckt, wie lange er hat, der hat noch genau ein Jahr, gegen Ende seiner Dienstzeit dagegen wirklich frappierend protestiert und der Senatsmehrheit zu Recht ein vernichtendes Zeugnis ausstellt. Aber das ändert natürlich nichts an dem Bestehen der Entscheidung und diese ist höchst alarmierend. Vielen Dank.